Ja, mein Name ist Willem Clausen, bin der Mitinhaber von der Firma PEX und wir machen hier, also ich mache mit meinem Bruder zusammen hier in Ellingstedt Hundefutter und Katzenfutter. Ja, und ich bin Lorenz Clausen und Willem und ich, wir sind beide Schlachtermeister und hier, das ist so unser Handwerk, was wir gelernt haben, wo wir Spaß dran haben und das machen wir jetzt für Hunde und Katzen. Ja, wir haben im elterlichen Betrieb haben wir als Fleischermeister gearbeitet und wollten mal was anderes machen. Und sind 96 mit Hundefutter angefangen. Also hauptsächlich Hunde und Katzen. Ne? Und dann sind noch einige, haben wir Kunden, die das für Greifvögel benutzen. Marder, Minks, ne, aber hauptsächlich für Hunde und Katzen. Also sehr positiv. Also wir hatten eigentlich das Problem damit. Ne? So war das. Also die waren alle begeistert und haben uns eigentlich drüber gewundert. Ne? Also das Problem war wir beide, weil wir bis dato selber keinen Hund hatten. Genau. Ja, und dann eben auch, dass man gesagt hat, man hat das für Menschen gemacht. Und das war so eine Abqualifizierung, ne? Dass man gedacht hat, Mensch, also das höher Qualifizierte ist das für Menschen und dann das andere ist also Hundefutter. So. Und das muss ich sagen, da habe ich doch so ein paar Jahre ein Problem mit gehabt. Ja. Ne? Aber das hat sich dann nachher jetzt auch durch Hardy und durch den Erfolg eigentlich auch. Und dann, was wir auch von den Leuten gehört haben, was sie mit unserem Futter ihren Tieren Gutes getan haben. Und das ist, da ist man dann nachher auch stolz drauf. Ne? Eben auch das eigene Produkt auch. Ja. Also wenn ich das zurückdrehen könnte, ich habe mir zu spät einen Hund geholt. Also ich habe erst mit meinem Hund gemerkt, was wir da eigentlich für tolle Sachen machen. Ja genau, das war so eine abstrakte Geschichte. Ne? Und dann hat man das gesehen, wie er das frisst, wie gut ihm das tut. Und ja, kann ich nur das streichen. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja. Also früher ein Hund. Früher ein Hund, ja. Also das habe ich für mich persönlich überhaupt nicht. Also das hat jetzt eine Größe angenommen, das ist toll, das macht Spaß. Wir kriegen auch die Rohwaren ran, die wir da verarbeiten können. Wir können natürlich auch weiter wachsen, aber so sehe ich das. Ja. Ja, wir können da vernünftig von leben, wir können einen ordentlichen Lohn für unsere Angestellten bezahlen. Ja. Da sind wir eigentlich zufrieden mit. Und ja. Wenn das jetzt mehr wird, ist gut und wenn nicht, ist nicht schlimm. Also so, das ist nicht der Antrieb. Und wir wollen also richtig organisch wachsen, weil es soll Substanz haben. Ja, und jetzt auch nochmal durch die Corona-Krise. Ja, da sind wir jetzt super durchgekommen und das ist, für mich ist das absolut nicht selbstverständlich. Was wir sagen, Mensch, was kommt eigentlich bei dem Hund, bei der Katze an? Was bewirkt unser Produkt? Und da fehlt mir persönlich auch der Feedback. So, und das wäre echt klasse, wenn wir da mal so positive Sachen auch mal hören könnten, weil bei uns poppt immer nur das Negative hoch. So, und dann ist ja so, dass Willem und ich das ja wirklich mit großer Lust und Liebe machen. Also das sind auch meine Frauen, die machen da hinten ja auch die Endkontrolle. Ne, und die gehen mir mit so viel Liebe, da wird jedes Paket mit 5-6 Mal in die Hand genommen. Wenn das nicht hundertprozentig ist, dann wird das eben nicht verpackt. Ne? Also das wird nicht irgendwo reingeknallt oder es läuft über irgendwelche Roboter. Da wird jedes Paket mit 4-5 Mal nochmal in die Hand genommen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ne, und bitte teilen Sie uns Ihre positiven oder nicht ganz so positiven Nachrichten mit. Ja, genau. Ja, würde ich auch gut finden und Hardy auch. Na, Hardy?